was dieser wunderschöne Tag, ein Tag vor Silvester, und dieser Abhang dort hinten mit einem guten Rutsch zu tun hat, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Ein Fahrradski-Projekt. Hier gerade noch bei Kleinanzeigen irgendwie ein altes Mountainbike abgestaubt. Das werde ich halt nehmen, um das umzubauen. Da gefällt mir die Grundkonstruktion vom Rahmen und es ist gut gefedert hinten und vorne. Das gehen wir jetzt hier gerade mal abholen. Da laufe ich jetzt hier eben mal lang. 15 Euro. Top, genau richtig dafür. So, Freunde, da ist es. Die Reifen voll platt. Ich meine, gut, was willst du für 15 Euro erwarten? Mir geht es um den Lenker, den Rahmen. Hinten gefedert, vorne gefedert. Alles gut, ne? Check. Dann mal los. Tage. Das war's schon. Also, das Ding funktioniert folgendermaßen. Erstmal wird dieses Gewinde jetzt hier reingeschraubt, richtig? Ja. Und dann wird mit dem Schraubenschlüssel das rausgedreht und dadurch drückt er das hoch. Ich sag euch das nochmal kurz. Diese kleine Knipex, das ist eine ganz kleine Handknipex, seht ihr das? Beste ever. Kann ich euch empfehlen. Es gibt verschiedene Größen in Knipex, es gibt noch kleinere. Und damit geht's ab. Und damit geht's ab. Jetzt habe ich es versaut. Oh, nicht. Wunderbar. Abgezogen. Also, was ich damit sagen wollte, ist, kauft euch die kleine Knipex, die sieht super in der Hand. Ihr seht, auch echt handlich mit der Schnellspannfunktion hier können wir echt nur empfehlen. Gleich zusammen kaufen. Genau. Ja, ab ist es. Bitte nicht den Abzieher, den Schraub. So, kurzes Update. Und zwar sind wir jetzt hier gerade auf dem Weg zum Baumarkt. Habe ich von dem Bett ja noch 100er Balken über. Da werden wir uns quasi jetzt 10x10er Würfel schneiden. Eine Mitte durchbauen, oben die Kanten noch ein bisschen, glaube ich, rund machen, Optik und so weiter. Und dafür brauchen wir aber dann noch eine Gewindestange. Die sind wir jetzt gerade auf dem Weg und kaufen die, weil ich die jetzt, ihr könnt es mal raten, nicht da habe. Dementsprechend natürlich Muttern dazu, dass wir die von innen und außen jeweils gegenkontern können. Ihr werdet es ja sehen, ne? Bis gleich. Wir sind da bei meinem Lieblingsbaumarkt. Der Baumarkt um die Ecke. Erstmal jetzt die 10er Gewindestange eingepackt. Und jetzt, ja, Muttern passende. Ihr seht, hier ist ja alles frei wählbar. Da suchen wir uns jetzt mal hier die passenden raus. Er möchte noch eine Hutmutter zum Schluss. Auf geht's nach Hause. Weiter geht's heute mit dem Snowbike. Und zwar haben wir draußen knackige minus 7 bis 8 Grad. Ganz hervorragend. Ich habe kurz meine Handschuhe ausgezogen. Ich bin nämlich hier bei meinem lieben Nachbar Klaus wieder und werde heute mal hier seine Kreissäge kurz benutzen. Und zwar brauchen wir diese beiden Klötze. Einmal 9,5 breit für vorne und einmal habe ich jetzt, glaube ich, 11 gemacht für hinten oder 12. Ja, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, ohne Schiebeschlitten und so zu sägen. Aber immerhin haben wir eine Kreissäge. Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier überhaupt passt. Das passt schon mal nicht. Aber wir haben da noch eine richtig große. Und da werden wir die jetzt mal kurz durchjagen. Ja, und mal gucken, wie das so geht ohne Schiebeschlitten. Heieiei. Vielleicht mache ich mir noch fix einen Anschlag. Oder vertraue ich auf meine Sägekünste? okay, ihr werdet es ja sehen.
beide sein müssen, die Stöcke. Für hinten und vorne jeweils, inklusive Muttern und so weiter. Ja, flexen wir jetzt auch noch eben schnell hier ab. Los. Oh, das sind zwei Scheiben. Das ist aber schlecht. Jetzt habe ich keinen Schlüssel bei. Aha. Ah, geht aber noch. Eine reicht, denke ich mal. Ihr seht das? Es ist echt richtig kalt. Und das ist hier drin deutlich wärmer als draußen, wohlgemerkt. So. Nun denn. Müssen wir noch die Löcher in die Klötze bohren und die Klötze vielleicht auch noch ein bisschen netter machen. Ich weiß noch nicht, wie wir das genau machen. Ich überlege mir das noch, ob ich bei der Kälte jetzt die noch ein bisschen aufhübsche oder ob ich tatsächlich die jetzt erstmal so lasse und wenn es halt draußen mal wieder ein bisschen wärmer ist, wollte ich die vielleicht noch mal mit dem Speedcutter so ein bisschen rund machen oben und ein bisschen netter machen. Aber wie gesagt, es ist sehr kalt. Und ich will das Ding einfach benutzen jetzt. Jetzt habe ich mir hier grob die Mitte angezeichnet. Ich denke mal, es wird nicht bei diesen Blöcken bleiben. Deswegen werde ich mir jetzt auch nicht so viel Mühe geben, auch die noch schön machen und so. Sobald ich meine Werkstatt habe, werde ich mir für nächsten Winter da mal ein paar anständige Halter schweißen. Ich glaube, das hält auch ein bisschen besser. Nun ja, wir haben eine 10er Gewindestange und ich habe jetzt auch kein Rohr oder so, was ich noch da reinmachen kann. Oder sogar ein Kugellager oder so. Das heißt, ich nehme jetzt einen 11er Bohrer. Das ist der einzige, den ich da habe. 12 wäre mir lieber gewesen. Aber 11 geht auch, dass wir ein bisschen Spiel haben, weil der Klotz soll sich ja quasi auf der Stange bewegen. Quasi der Fuß soll sich ja, das Board soll sich ja ruhig kippen können. Wir werden mit einer Kordel noch einen Stopp einstellen, sodass der sich nicht extrem schief stellen kann, das Board. Aber ich will schon, dass Bewegung drin ist. Ja, gucken wir mal, dass wir die einigermaßen gerade durchgebohrt kriegen. Was im Endeffekt, wie gesagt, ja, klappen müsste. Wir werden sehen. Es ist halt Standbohrmaschine, habe ich nicht. Nun ja, ihr wisst es ja. Der Rest wird auf jeden Fall jetzt hier drin zusammengeschraubt, weil es einfach draußen viel zu kalt ist. So sieht das fertig demontierte Bike jetzt aus. Okay, jetzt werden wir als erstes mal unsere super tollen Klötze hier anschrauben. Und dann die mit den Gewindestangen hier dazwischen setzen. Da die natürlich jetzt beim Bohren die Löcher nicht hundertprozentig gerade geworden sind, ohne Schampermaschine geht das gar nicht, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, das mir jetzt hier nochmal auszugleichen. Das heißt, ich zeichne mir jetzt hier erstmal die Achse an sozusagen von meiner Bohrung, weil die ist einfach entscheidend und richte danach dann halt den Klotz aus sozusagen. Ich werde die relativ, glaube ich, nach hinten setzen. Ja, mit der Stange ist das natürlich leichter, die Achse noch ein bisschen einzustellen. Ihr seht, ich richte mich hier nicht nach dem Klotz, sondern nach dem Bohrloch sozusagen. Ich habe für jeden Klotz 4 von diesen verchromten Schrauben. Das heißt, ich zeichne mir jetzt hier einmal grob den Klotz an, damit ich weiß, wo ich jetzt vorbohren muss. Ja, und dann wird alles angeschraubt.
ist es. Ja, wie ihr seht, haben wir die schön flexibel hingekriegt. Die sollen ja auch mit den Bodenwellen mitgehen. So, ich zeige euch das mal. Ne? Also die können hier mitschwimmen. Aber damit die sich jetzt, wenn wir damit ganz tollkühn über einen 5-Meter-Abhang springen, nicht aus Versehen so querstellen, werde ich die jetzt hier hinten noch mit einem Seil begrenzen. Das also quasi, ja, das Ganze begrenzt ist. Nach vorne ist der begrenzt, alleine schon hier durch die Bordlänge. Und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, nach hinten nicht. Und wir wollen ja vermeiden, dass wir so aufkommen, wenn wir gesprungen sind über den Abhang. Naja, auf jeden Fall. Die Frage ist, werden wir das jemals tun? Aber naja, es ist halt, ich mach's mal einfach. Wir ziehen jetzt hier noch durch das Loch ein Seil und machen das hier unten fest. Und dann, ja, was soll ich sagen? Wollen wir es natürlich einfach mal testen? Ja, also ich auch für mich. Dranbleiben, bis gleich. Also wir haben jetzt dieses Sicherheitsseil hier durchgefädelt und wir wollen aber natürlich auch, dass von unten nicht irgendwie jetzt ein Knoten oder so im Weg ist. Deswegen zeigen wir das jetzt einmal von unten. Wir haben das jetzt hier so doppelt durchgezogen, das Ende. Jetzt mache ich hier so ein bisschen schräg meine Schraube durch. Super! Ja, so ist die Rutschfläche hier, nicht irgendwie durch eine Schraube oder durch einen Knoten oder sonst was beeinträchtigt, behindert. Ja, so geht's. Also so haben wir das jetzt hier gemacht. Einfach hier vorne den Rahmen benutzt. So. Und weiter geht's dann halt nicht. Und hinten hier einmal drum und hier oben. Da sind wir hier in die Biegung gegangen, damit wir hier einfach einen Knoten machen können und der halt nicht auf der Rutschfläche ist. Ja, so sollte es gehen. Ich sag's euch, wir haben ein Problem. Dieses Teil schockt nicht. Was machen wir denn da? Naja, das. Erster Versuch, hier diesen kleinen Berg nur runter. Bei diesem großen Abhang haben wir vorhin schon gemerkt, es ist echt total schwer, den zu lenken. Ja klar, so ein bisschen links, rechts geht eigentlich total gut, aber dieser Abhang ist irgendwie so uneben, dass man einfach sofort hier im Gebüsch landet. Egal, lustig war es auf jeden Fall. Ja, wenn man dann hier unten angekommen ist, dann hier rüber, das geht super. Auch mit Lenken ein bisschen um die Kurve und so, kein Problem. Ja, ich sehe, da steht jemand in den Startlöchern. So, Champion, kräftig durchpusten. Und dann geht's schon los. Ja, immer mit, ne? Ist klar. Oh Gott, das geht doch schon wieder ins Gebüsch. Oh, schon besser. Oh Gott, Hilfe. Ja, der ist gut, der Abhang. Juhu. Oh. Kurzes Fazit zu diesem wirklich, wirklich sau coolen Bike. Ich muss sagen, das macht echt richtig Spaß. Selbst wenn es nicht ganz so steil ist, finde ich, macht sogar noch ein bisschen mehr Spaß, weil man zwar lenken kann, aber Gebüsch ist Gebüsch, sage ich mal. Mit der Federung ist ganz cool hier und hier. Und das Spiel drin ist, ist auch wirklich gut. Man fühlt sich eigentlich relativ sicher auf dem Teil. Ja, ist echt schnell gemacht und bringt richtig Bock. Ja, kostet auch nicht viel, kann man alles gebraucht kaufen. Fahrradgebrauch bei Kleinanzeigen um die Ecke geholt, 10 Euro. Snowboard inklusive Versand bei Kleinanzeigen, 15 Euro. Ja, und dann nochmal irgendwie Gewindestange, Schrauben, was weiß ich, 5 Euro. Seid ihr mit 30 Euro auf jeden Fall dabei.
Wir wünschen euch in diesem Sinne frohes Jahr und einen guten Rutsch! Hab ich's euch nicht gesagt? Ja, super Sache. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch Bock habt, an uns dran zu bleiben und uns zu unterstützen mit einem Abo, dann lasst uns das mal hier da. Und hier könnt ihr sehen, was als letztes passiert ist. Jo! Tschüss! Ciao!